Es geht aktuell wieder eine Diskussion herum, und zwar die ewige Frage, sollte Jones seinen Titel behalten dürfen oder nicht? Ich will mich einklinken und damit herzlich willkommen hier bei Kampfgeist MMA. Das Thema wird gerade auf Reddit nämlich heiß diskutiert und ich habe auch eine Vermutung, warum das so ist. Und zwar wurde ja UFC 304 offiziell gemacht. UFC 304 in Manchester. 3 Uhr morgens Ortszeit startet die Main Card. Ich habe das gestern im Video behandelt. Und Tom Aspinall, der Interims-Champion, hat gesagt, er wird dort kämpfen und seinen Interims-Titel verteidigen. Und logisch, wenn es jetzt um den Interims-Champion geht, dann geht es auch um den Undisputed-Champion. Das ist in dem Fall John Jones. Und jetzt gibt es viele, die sagen, was soll denn der Käse? Warum hat Jones überhaupt noch den Titel? Warum gibt man nicht einfach Tom Aspinall den Titel? Bei dieser Frage, sollte Jones den Titel abgeben oder nicht? Oder sollte er seinen Gürtel behalten dürfen oder nicht? Gibt es kein richtig und kein falsch, ja? Es gibt nicht die eine Antwort, sondern jeder hat seine eigene Meinung dazu. Schlussendlich gibt es aber nur eine Meinung, die zählt. Und das ist die von Dana White. Dana White hält an John Jones fest und an diesem riesen Fight, wow, 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 gegen Stipe. Deshalb können wir hier nur unsere Meinung kundtun, ändern wird sich eh nichts, wenn sich Dana White nicht ändert. Ich persönlich verstehe natürlich die Aussage von vielen, dass sie Tom Aspinall als echten Undisputed Champion sehen. Also gut. John Jones hat sich den Titel schon verdient gewonnen, ja. Ngannou ging aus der UFC raus und Ngannous letzter Fight in der UFC war halt gegen Cyril Gane. John Jones kämpfte gegen den Nummer 1 Contender im Heavyweight um den vakanten Titel. Alles tutti. Jones wurde legitim der Heavyweight Champion in der UFC, weil Gane nun mal eine Maschine war. Und Leute, am Ende sagen alle, Jones hat durch Grappling gegen einen Kickboxer gewonnen, was für ein Quark. Wisst ihr, wie viele vorher gesagt haben, dass Cyril Gane John Jones auseinanderpflücken und rupfen wird? Auf einmal hört man nach dem Fight ja nur noch Kritik an Cyril Gane. Vorher galt er für viele als der John Jones Killer und tralala. Na, ist ein anderes Thema, ja, will ich ja nicht Fass aufmachen. Dann gab es diese Titelkampfansetzung gegen Stipe. Stipe hat seinen letzten Fight ja vor 3 Jahren gemacht. Vor 3 Jahren wurde er ausgenommen. Es ist schon über 3 Jahre her. Oder um es mal so zu formulieren, damals gab es ja noch Lockdowns. Ja. Stipe ist auch schon sehr lange außerhalb des Käfigs. Und dann gab es die Ansetzung. Und ich finde, die UFC hat das für UFC 295 eigentlich super smart geregelt. Der Plan war ganz klar. Der Sieger von Aspinall vs. Pavlovich würde dann quasi der Undisputed Champion werden. Das wäre ja mittlerweile Tom Aspinall, weil der Sieger vom Fight zwischen Jones und Stipe ja eh zurücktritt. Und das ist ja immer noch die geltende Meinung bei vielen. Auch bei mir denke ich auch, wahrscheinlich Dana White genauso. Das heißt, wir gehen davon aus, Jones vs. Stipe kommt. Ich persönlich glaube, ehrlich gesagt, erst nächstes Jahr irgendwann, nicht mehr dieses Jahr. Und dann tritt John Jones zurück. Ist das jetzt aber zu viel des Guten? Das Problem ist, eine Sache muss man ja wirklich mal ganz ehrlich sagen. Jones hält die Gewichtsklasse schon hart auf, ja. Und das ist eine Gewichtsklasse, die wurde schon hart aufgehalten vorher. Von Verhandlungen. Ich will gegen Brock Lesnar kämpfen. Nein, die UFC hat keine Krankenversicherung. Und dann wechselt man aber in die PFL, die auch keine hat. Ja, aber es ging nicht ums Geld. Ja, die ganzen Themen halt, versteht ihr? Das heißt, es hat schon angefangen bei Stipe vs. DC und dann wollte Brock Lesnar nicht. Und dann war halt Francis Ngannou's Beef mit der UFC und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir halt John Jones, der das Heavyweight aufhält. Das Heavyweight kann sich nicht erholen und das große Problem ist, du hast mit Tom Aspinall einen in der Blüte seiner Karriere, hat erst diesen russischen Killer Pavlovich ausgenockt. Den würdest du doch eigentlich perfekt als Heavyweight Champion haben wollen. Ist aktiv, wenn er sich nicht verletzt, kann gut kämpfen, kann Knockouts verteilen, kann grappeln. Ich bin zwar immer noch der Meinung, dass Aspinall hat halt so eine Erdkundelehrer-Aura, aber das ist doch eigentlich genau ein Champion, den du haben willst.
Und jetzt hast du nicht diesen aktiven Champion, sondern dein aktiver Champion ist verletzt und kämpft irgendwann um den Titel gegen jemanden, der mal vor 3 Jahren ausgenockt worden ist. Ja, Mahlzeit. Deshalb kann ich schon verstehen, dass viele Leute sagen, gibt Espinel doch einfach den Undisputed Titel. Klar sagen aber auch viele über Jones, ach komm, ja, lass den Fight doch machen. Lass den einen Fight doch machen. Das ist ja nur noch der eine Fight und dann kann er, ich kann das vollkommen verstehen, ja. Jones hat so viel für die UFC getan. Wir können uns nicht vorstellen, diese Dominanz von John Jones. Ich glaube, die wird es. Das ist ein Once-in-a-Lifetime-Ding. So dominant wie Jones. So oft gewonnen, so oft erfolgreich verteidigt, so kreativ, bam. So oft verhaftet. Aber das alles wird es, glaube ich, nicht nochmal geben von einem Athleten innerhalb des UFC-Käfigs. Und deshalb sagt man sich wahrscheinlich, Jones, seine Legacy in der UFC allein reicht bis 2008 zurück. 2008 hat er sein UFC-Debüt gegeben. Hat ziemlich schnell den Titel gewonnen. Und Leute, 2008 UFC-Debüt. 2024 ist der Typ immer noch aktiv in den Rankings, an der Spitze und hat immer noch nicht einmal verloren. Er hat eine Niederlage, aber er wurde nicht besiegt in dem Fight. Der Referee fragt den tauben Fighter, ob denn alles okay ist. Der taube Fighter antwortet nicht. War ja nicht, der kann ihn ja auch nicht hören. Dann wird der Fight abgebrochen, aber okay. Ja, und deshalb, ich denke, persönlich, Jones soll seinen Titel behalten. Der Typ ist seit 2008 dabei und hat zwar eine Gewichtsklasse aufgehalten und hat auch nie Thiago Santos ein Rematch gegeben und auch nie Dominic Reyes. Aber wenn du das erreicht hast, was Jones erreicht hat, dann darfst du auch mal ein Jahr lang warten. Und jetzt mal ganz ehrlich, Leute, Jones hat letztes Jahr gekämpft. Wie oft hatten andere UFC-Champions nur einen einzigen Titelfight? Und wer weiß, ob es denn nicht vielleicht doch tatsächlich dieses Jahr doch noch zum Fight gegen Stipe kommt. Der hat letztes Jahr gekämpft, ja, so ist nicht. Also, es gibt Champions, die kämpfen auch nur einmal im Jahr und okay. Bei denen hat man genauso oft gesagt, denen gehört der Titel abgenommen, ist kein echter Champion und tralala. Ich bin trotzdem mal auf eure Meinung gespannt. Schreibt sie mir gerne unten rein. Ich sage, Jones hat so viel geleistet, lasst den Mann warten und dann soll er aber auch wirklich zurücktreten. Also der soll nicht auf einmal nach dem Stipe-Fight anfangen, jetzt noch hier irgendwen herauszufordern. Wir wissen doch, wie es abläuft. Dieser eine Fight, dann gibt es den Rücktritt und dann bin ich auf eure Meinung gespannt. Was denkt ihr? Titel wegnehmen oder nicht? Schreibt mir eure Meinung unten rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Und damit bis zum nächsten Mal.